Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2023. Viel Erfolg, Glück, Gesundheit und alle Vorsätze, die ihr euch vorgenommen habt, dass sie auch in Erfüllung gehen. Und heiße euch an dieser Stelle recht herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo im neuen Jahr 2023. Ich bin hier in Solingen-Oberburg unterwegs, habe mir eine schöne kleine feine Route geplant und werde das ein oder andere Highlight mal anlaufen heute. Was ich immer schon mal anlaufen wollte, bis jetzt aber nicht habe. Unter anderem das Denkmal von den Bergischen Kriegsgefallenen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sinngemäß glaube ich, könnte das hinkommen. Und den Diederichstempel, der hier ist, den werden wir uns auch anschauen. Solingen oder beziehungsweise Schloss Burg. Werden wir auch noch einen kleinen Blick drauf erhaschen, ganz bestimmt. Und somit wünsche ich euch viel Spaß mit diesem neuen Video und schön, dass ihr dabei seid. Ja, das Video soll kein klassisches Wandervideo werden, sondern einfach so ein bisschen auch Gequassel über das Jahr, was ja so eventuell auf dem Programm stehen könnte, Märsche, Veranstaltungen und so weiter und so weiter. Da ist es ja oftmals bei mir so, dass ich sehr viel spontan mache und ich hatte ja, glaube ich, vor einiger Zeit schon mal die Idee geäußert, einen Klingenfahrtmarsch zu machen, 70 Kilometer. Ähnlich wie Mammutmarsch, Megamarsch und Co. Aber dann entlang der Grenzen von Solingen. Das stellt sich leider als schwieriger raus, als ich gedacht habe. Aufgrund des Naturschutzes und so weiter. Da möchte ich gar nicht so sehr ins Detail drauf eingehen. Aber werde das auf jeden Fall nicht außer Augen lassen. Und werde mich mit Nachdruck da reinhängen, dass wir das irgendwie organisiert bekommen. Oder ich. Ich möchte natürlich nicht so eine Marschveranstaltung machen, ohne die entsprechenden Vorgaben einzuhalten. Das sollte ja auch jedem klar sein. Ich möchte ja auch nicht die Natur schädigen oder dass irgendwer die Wege verlässt oder was auch immer. Ja, das soll eine ganz normale, ordentlich organisierte Marschveranstaltung werden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. So ist das nun mal leider in Deutschland, aber auch nicht nur in Deutschland, sondern generell. Und eine Community-Wanderung könnte ich mir auch wieder sehr gut vorstellen. Jetzt aktuell ist es ja wirklich so, dass in Temperaturen, da könntest du ja locker eine Community-Wanderung machen, ne? Es ist trocken, es ist zwar bewölkt, aber wir haben um die 15 Grad, also perfektes Wanderwetter im Prinzip. Wobei so eine richtig harte Schneewanderung, die hat natürlich auch was. Ich glaube aber eher, das wäre nichts für eine Community-Wanderung. Deswegen werde ich das, ich würde mal sagen, so im April vielleicht, wenn sich das Wetter so ein bisschen stabilisiert hat, dann kann ich darüber nachdenken und dann müsste ich auch mal überlegen, wo und wie viel und so weiter, diese ganzen Themen. Schauen wir mal. Vieles ist wie gesagt spontan und ich möchte mir da auch nicht zu viel Druck machen und zu viel Stress machen und du musst hier noch, du musst dies noch, jenes noch und so weiter. Und das ist mal so ein ganz grober Ausblick, was jetzt so in den nächsten, vielleicht 2, 3, 4 Monaten in meinem Kopf rumschwirrt. Ob es tatsächlich dazu kommt oder nicht, das steht halt in den Sternen. Ich habe auch noch nichts Konkretes vom Mammutmarsch, Megamarsch im Kopf, wo ich gerne daran teilnehmen würde. Wobei ich doch schon sagen muss, der Mammutmarsch Heidelberg, der würde mich schon sehr reizen. Ist aber auch sehr weit weg. Als ich beim letzten Mal im Schwarzwald war, da bin ich auch an Heidelberg vorbeigefahren. Und da hat man doch schon sehr deutlich gemerkt, das ist nicht mal eben um die Ecke. Da muss man echt fast schon ein ganzes Wochenende für einen planen. Wollen wir mal schauen. Vielleicht hat der Dominik Lust. Vielleicht können wir da irgendwie was organisieren. Oder auch mit dem Sebastian oder mit... you never know, ja. Das ist das, was ich meine. Ich lasse mir das offen. Und wenn es passt, dann passt. Und wenn nicht, dann nicht. Und so würde ich sagen, geht es erstmal weiter. Auf dem Brezelwanderweg, glaube ich sogar. Ich gucke mal gerade hier. Ist das der Brezelwanderweg? Das ist der Brezelwanderweg hier, ja. Kann ich aber nicht vorstellen. Ja, wobei doch, ich bin ja den Brezelwanderweg schon gelaufen. Und es ist richtig schön. Mir ist bis jetzt erst eine Person entgegengekommen mit Hund. Klar, der Hund muss natürlich auch Gassi. Aber auch hier diese Schlucht oder diese
große Felsen da und wie das Wasser plätschert hier. Einfach traumhaft, liebe Leute. Ja. Oh, jetzt sind wir parallel zu Schloss Burg oder ein bisschen also diagonal sozusagen. Und wir haben zwar heute Morgen gefrühstückt zu Hause, aber ich habe schon wieder ein bisschen Hunger. Und wir haben am 31. noch ein bisschen eingekauft bei Edeka. Für Silvester, ne? So ganz klassisch, wie man das macht. Oder wie die meisten das zumindest machen. Und ich kaufe ganz gerne immer, wenn ich sie denn zufälligerweise finde, Seitenbacher Riegel. Keine Werbung an dieser Stelle. Und zwar diese Energiebombe. Davon werde ich mir jetzt einen reinhauen. Und das Lustige ist, ich gucke gerade durch Zufall auf das MHD. Das MHD ist Oktober 2022. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt sofort an dem Tag schlecht ist und nicht mehr gegessen werden kann. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Deswegen werden wir jetzt mal gucken, wie das wundervolle Stück hier aussieht. Ich werde das jetzt mal eben aufmachen hier. Ich hoffe, das geht mit der Kamera ohne großartiges Gewackel. Ja, die Schokolade ist ein bisschen angelaufen. Aber sieht nicht schlecht aus. Hier unten, oh, sorry, wie man das halt so kennt. Ein bisschen weißlich. Schmeckt aber nicht schlecht. Also werde ich das auf jeden Fall essen. Ja, und werde weiter die Aussicht genießen. Kommt mir gerade wieder jemand entgegen mit Hund. Aber ist auch in Ordnung. Die stehen jetzt alle auf, die Leute. Der Hund muss Gassi. Und ja, so ist das halt. Und dann würde ich sagen, geht's heiter weiter. Jetzt sind wir unweit der Sengbachtalsperre. Ich denke, da werden wir gleich auf jeden Fall noch einen kleinen Blick drauf werfen. Ich werde mich aber jetzt hier niederlassen, ein kleines Päuschen machen, ein bisschen was trinken, die nicht vorhandene Aussicht genießen, weil da Birken und Tannen und was weiß ich nicht alles vor sind. Aber ist auch egal, gleich geht's dann. Meine ich sogar auf dem Brezelwanderweg noch ein kleines Stückchen weiter zu den entsprechenden beiden Highlights, den Dietrichstempel und diese Gedenkstätte. Die wollte ich mir ja wie gesagt schon immer mal angucken. Und jetzt würde ich sagen, gibt's erstmal was Leckeres zu trinken. Ja, ich hatte mir eigentlich überlegt, ob ich nicht mir einen Kaffee machen soll. Ich habe ja eigentlich das Trangia Kochsystem. Das habe ich aber aufgrund des Windes heute zu Hause gelassen. Ich habe zwar einen Gaskocher dabei, könnte mir erst einen Kaffee machen, aber ich habe was anderes Leckeres dabei. Das hat meine Frau die Tage gekauft. Und zwar werde ich mir nach langer, langer Zeit, Schande über mich, vielleicht auch nicht, auch keine Werbung an dieser Stelle, ganz wichtig, Red Bull Cola. Also die finde ich richtig geil. Ich bin ja sowieso generell Cola-Fan. Boah, aber die Cola hier, die ist nochmal irgendwie anders. In diesem Sinne sage ich erstmal Prost. Mega. Ist leider nicht mehr ganz so kalt, aber ist auch vollkommen egal. Ja, so werde ich jetzt hier ein kleines Päuschen machen. Wie gesagt, gehen wir gleich da mal einmal runter kurz zur Sengbachtalsperre, vielleicht gehen wir auch runter zur Staumauer. Ich glaube, die war nur 200 Meter entfernt, stand da eben auf dem Schild. Und dann lassen wir es uns hier einfach gut gehen. Ja, dann machen wir uns mal langsam auf den Weg zur Staumauer von der Sengbachtalsperre. Ich bin jetzt einmal hier runtergegangen. Ich habe gedacht, der Weg wäre der, aber ist natürlich nicht. Eigentlich müsste ich es auch wissen, denn die Staumauer ist ein ganzes Stückchen weiter vor. Da laufen wir jetzt auf jeden Fall hin. Sind laut Schild 200 Meter wieder zurück. Ich denke mal, gucken wir mal, ob ich den Weg hier gleich wieder zurückgehe oder ob ich vielleicht einen Weg hier
im Wald zurückfinde. Lassen wir uns mal überraschen. Und so würde ich sagen, auf geht's zur Staumauer der Senkbachtalsperre. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen an der Senkbachtalsperre auf der Staumauer, wie auch immer, keine Ahnung. Blöderweise ist hier überall dieses mannshohe Gitter, sodass man nicht wirklich einen freien Blick auf das wundervolle Wasser hat, auf diese wundervolle Landschaft, auch wenn hier der Borkenkäfer, wie auch schon so oft erwähnt, zugeschlagen hat. Aber trotzdem, dieser Blick hier auf das Wasser in den Wald rein, das lockt doch schon so ein bisschen, ja, Freiheitsgedanken Richtung Norwegen, Schweden, da so die Ecke. Richtig toll, richtig, richtig rustikal, wild. Das war auch der Grund, warum ich mir dieses Trangia Kochsystem gekauft habe. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen bekloppt, aber mit jedem Kochsystem verbinde ich halt eine gewisse Region, würde ich mal sagen, oder eine gewisse Zeit mit Abenteuern, wo ich unterwegs war. Zum Beispiel das Isbit-Kochset, also alles, was ich darum rund um die Wanderungen und Übernachtungen mit Sebastian, Dominik und Co. ereignet haben, aber genauso gut auch die Gaskocher. Ja, die Gaskocher, damit habe ich im Prinzip angefangen zu kochen und nutze sie immer noch sehr, sehr gerne. Und jetzt seit neuestem halt das Trangia Kochsystem. Und für mich geht es jetzt wieder zurück auf den ursprünglichen Track. Dann sind es noch etwa 3 Kilometer, aber wir haben ja noch 2 Highlights vor uns. Und so würde ich sagen, geht's weiter. Liebe Leute, herzlich willkommen an der Gedenkstätte des Bergischen Feldartillerieregiments. Ihr habt es gerade in den Aufnahmen gesehen, der Turm und hier oben die entsprechenden Leute, die da gestorben sind, die offensichtlich nicht gefunden wurden, wie auch immer. Ich möchte gar nicht so sehr ins Detail reingehen, aber es ist einfach, glaube ich, richtig und wichtig, meiner Meinung nach, dass es solche Gedenkstätten gibt, einfach um nicht zu vergessen, was da vor 100 Jahren oder kürzer passiert ist und dass es meiner Meinung nach nie wieder so in der Form passieren sollte. Auch wenn wir leider eines Besseren belehrt wurden, gerade was das Thema Ukraine und sowas angeht. Ja, da habe ich auch schon meine Meinung mehr oder weniger zu kund getan. Aber ich fände es trotzdem toll, solche Gedenkstätten, Mahnmale einfach zu besuchen, einfach mal wirklich kurz innezuhalten und mal darüber nachzudenken, wann Krieg überhaupt sinnvoll ist und ob es überhaupt irgendeinen Grund gibt, warum Krieg sinnvoll ist. So, damit soll das Thema Philosophie abgeschlossen sein. Ich werde jetzt hier noch eine kleine Rast machen kurz und dann geht es weiter, denke ich, auf die letzten, vielleicht
anderthalb Kilometer, so in dem Dreh. Den Dietrichstempel haben wir ja eben auch gesehen. Richtig schönes, wundervolles Bauwerk mit einem richtig fantastischen Blick runter auf Solingen Unterburg und auf die Burg, die jetzt hier vis-à-vis für mich zu sehen ist. Und wenn ich im Vergleich sage, der Dietrichstempel an der Münchner Brücke ist nicht mal ansatzweise so schön, dann werdet ihr in den Aufnahmen garantiert auch gesehen haben, warum. Denn ich finde diese Deckenverzierung hier bei dem Dietrichstempel in Solingenburg richtig schön. Die verschiedenen Stadtwappen, die verschiedenen Städtenamen und so weiter, das finde ich richtig toll. Ich weiß aber auch nicht, ob es bei dem anderen Dietrichstempel an der Münchner Brücke mal so gewesen sein könnte oder eben nicht. Lässt sich jetzt für mich so spontan nicht herausfinden. Deswegen ist der Dietrichstempel hier in Solingenburg für mich der schönere. Und ich würde sagen, ich packe jetzt gleich meine 7 Sachen und dann geht's weiter auf die letzten Kilometer. Ja, da bin ich doch schneller wieder an meinem Zielpunkt, als ich gedacht habe. Es waren nie und nimmer 1,5 Kilometer, es waren vielleicht 300, 400 Meter bis hierhin jetzt. Hier habe ich ja zu Anfang des Videos meine Begrüßung gemacht sozusagen. Deswegen passt das ganz gut, dass ich hier die Abmoderation mache nach knapp 7 Kilometern. War eine richtig kleine, feine Runde mit wirklich, glaube ich, ganz interessanten historischen Highlights. Ja, ich wollte hier auch noch ein bisschen was über den Ausblick sagen 2023. Ich ganz ehrlich, aktuell ist da alles gesagt, was zu sagen ist. Und wie gesagt, vieles wird auch spontan passieren. Da werde ich euch dann bei Instagram oder über Community Tab informieren. Die Kanalmitglieder, schöne Grüße an euch. Die werden natürlich mit exklusiven Informationen vorab informiert. Also denkt vielleicht mal drüber nach, ob eine Kanalmitgliedschaft was für dich sein könnte. Und mit diesen Worten möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Fürs Zusehen, für eure Abonnements, für eure Daumen nach oben, Kommentare. Und ich freue mich auf ein wundervolles Jahr 2023. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmals recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.